Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verhaft! Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein! Ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu besprechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Die Logik ist schon aus. Zeitpunkt ist da, wir sollten das schon fertig werden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Ah, Bonke, Sie sind da. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Ich will sofort zum Gericht! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Bogdorf, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Ich llamo para que vaya a recoger la paellera. Hören Sie den Beschuss nicht? Todo peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. ¡Eso! Dejo sin salvar la calle sin pan para cargar mi hola. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer von Stuttgart. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Es ist Ihr Volk. Was in diesem Kampf übrig bleibt. Die 9. Armee ist nach Laugen hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Es ist... unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenck sei unwahrscheinlich? Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um den Zehnfaches. Wenck soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe.
verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frankstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leutnantarmee vereinigen. Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Sie haben es doch selbst gehört, wir müssen führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Holen Sie mir Fegelein! Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Kapitulieren niemals! Das ist empört! Ich habe Berlin verloren gegen die Rote Laura! Und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Rote verteidigen! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Den Tausenden von Verletzten und den Alten. Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Mein Mädchen kaut Kabago, mein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo, poor old man. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität des deutschen Volkes! Sie ist ohne! Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Meine Familie, falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ich muss hier weg. Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Zu spät. Zu spät? Hebel, kommen Sie doch mal hier bitte. Mein lieber Hebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Berlin als Frontstadt. Da wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Ah!
gefalschte Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Mein lieber Hebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Führung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Wir sollten. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Lass diese Kultur aus dem besten Europa verschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Mein Führer. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann... Das reicht! Sollten Sie Berlin verlassen? Ein die anderen! Ja, 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 ja! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Sich ohne Ehre! Ich hätte gut daran getan! Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte.